So, ich sitze jetzt neben Sebastian von der Firma Trend One. Und Sebastian, wir waren ja heute den ganzen Tag zusammen unterwegs. Du hast den H1 in Action gesehen, den Go2 in Action gesehen. Was war denn dein persönliches Highlight heute? Ja, ich muss sagen, mein persönliches Highlight ist eigentlich so die Entwicklung. Also wir bei Trend One beschäftigen uns ja auch schon sehr lange mit dem Thema Robotik oder auch KI. Und das ist einfach Wahnsinn zu sehen, wo wir heute schon sind. Wenn wir mal so ein paar Jahre zurückschauen, hatten wir noch Roboter wie den Now zum Beispiel oder Pepper, den jeder noch kannte, der noch sehr eingeschränkt war in seinen Fähigkeiten. Und heute durch künstliche Intelligenz und viele Sensoriksysteme sind wir da schon ein Riesenschritt weiter eigentlich und stehen so kurz davor, wirklich dann auch bald mal Use Cases zu haben, beziehungsweise dass die Robotik immer mehr in unser tägliches Leben kommt und wir dann vielleicht so damals noch utopische Sachen wie dass der Roboter unsere Spülmaschine einräumt, was es ja schon in vielen Konzeptvideos heutzutage gibt, vielleicht dann doch bald Möglichkeit ist. Wenn du dich entscheiden müsstest, und ich weiß, es ist eine schwere Entscheidung, bist du eher Team H1 oder Team Go2? Oh, das kann man so eigentlich gar nicht pauschal sagen, würde ich sagen. Also bei dem Kollegen hier finde ich natürlich sehr schön die Agilität und er macht einfach Spaß, wie schnell er sich im Raum bewegt und wie er mit einem interagiert. Und bei dem H1 ist natürlich, wenn man so ein bisschen Hintergrundinformationen hat oder Hintergrundwissen, ist es natürlich enorm, was dort doch für Technik drin steckt und wie relativ günstig das mittlerweile schon alles sein kann und wie doch performant alles schon funktioniert. Ich habe den Sebastian eben beobachtet, wie er sich den Go2 auch mal kurz ausgeliehen hat. Sebastian, was ist denn dein Lieblingstrick vom Go2, den du am allerliebsten anwendest? Also ich habe ja selber einen Hund, deswegen weiß ich, wie schwer Hunde auf einen hören. Und ich glaube, mein Lieblingstrick ist tatsächlich, wenn er sich auf den Rücken legt. Das kenne ich auch von meinem Hund, das ist sehr schwer. Und dann wieder auch noch aufzustehen, das ist schon beeindruckend. Vor allem die meisten Leute denken dann immer, okay, irgendwas ist kaputt, wenn er umfliegt. Aber dass das einfach nur eine Funktion ist, finde ich immer wieder witzig.